Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir sind an gleicher Stelle wie im letzten Video, zu Ende des letzten Videos. Wir haben Mutti gefunden, das ist schon mal positiv. Schlecht ist, dass ein Schloss vor dem vor der Zelle dort hängt. Wir müssen jetzt den Schlüssel finden. Da hoffen wir jetzt, dass wir das so schnell wie möglich hinbekommen. Wir legen auch direkt los. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Es wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Mit Sicherheit meine ich. Alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann macht. Verstecke ich mich erstmal. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Autorität, Ergebnisse. Ein Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge. Muss ich hier erstmal checken, was die da überhaupt so für Routen ablaufen. Ich probier's vielleicht mal. Ah, mit dem Licht hier wäre doch keine schlechte Idee. Wir müssen sie loswerden, haben wir gesagt. Da unten sind Viecher. Ich komme leider nicht darüber. Aber vielleicht muss ich probieren, mir eben jene Viecher, ups, zunutze zu machen. Ja, ist seltsam. Komm mal gucken. Ich verstecke mich. Geht schon wieder super los hier mit entdeckt werden und so. Aber vielleicht entdeckt er mich ja hier nicht. So wirklich. Er scheint sich schon erledigt zu haben. Also merke, darüber ist schlecht. Momentan zumindest. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Leiter da vorne interessant wird. Es darf mich eben nur niemand sehen. Der guckt mich nicht an. Der gerade auch nicht, das heißt, ich gehe da mal hin. Mit dem Licht wird 100%. Ich muss 100%ig da oben irgendwie die Leiter hoch und da diesen Käfig hier hochziehen, weil da ist ja irgendwas. Gut, Ratten sind da nicht drin, aber ein Gefangener. Ja, aber ob der noch lebt, ist die Frage. Aber könnte natürlich eine Abwechslung werden. Deswegen leuchtet das Licht natürlich, das. Uiuiui. Wo war ich? Also wenn jetzt da natürlich Ratten auf denen drauf kämen nachher, also deswegen scheint das Licht auf denen, damit da eben keine Ratten hingehen. Wenn ich das Licht dann wegdrehe, dann hat der Junge ein Problem. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das vielleicht nachher noch machen muss, einfach um da durch seine Schreie dann die Wachen zu alarmieren. Durch seine Schreie, wenn er dann aufgefuttert wird. Das ist jetzt doof gelaufen, oder? Ist das doof gelaufen? Der guckt doch nicht so genau hin. Okay, macht er. Hugo wurde entdeckt. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du dich verlässt. Ja, wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Also. Ja, wo ist er denn jetzt, der Nicholas da? Seine Stimme war noch zu hören. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Ja, also jetzt soll ich noch nicht los. Wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Aber also jetzt gut. Kann ich los, oder? Das der könnte guckt. Mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität. Der geht weg. Der sieht mich nicht. Ich muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Ja, brauchen tun wir sie tatsächlich nicht. Ich denke mal, das ist so konzipiert, dass wir das alleine schaffen können hier. So. Ich gucke mich jetzt erstmal generell hier oben um. Jetzt ist es natürlich mit dem Hugo nicht so die Sache, dass man hier irgendwelche Sachen sammeln und aufheben muss. Allerdings hätte ich trotzdem mir gern mal einen kleinen Überblick über die Situation hier oben verschafft. Es ist also relativ. Die haben alle Angst vor den Ratten, wenn ich sie befreien könnte. Ja. Ja, ja, wir können die Ratten schon befreien. Das hier ist der Käfig. Ja, da sind Ratten, ja, genau. Okay. Können wir eigentlich runterfallen? Soll ich es mal. Nö, brauche ich mich eigentlich gar nicht hier irgendwie abzumühen, da auf dem Holzweg zu bleiben. Ich muss einfach nur laufen, laufen, laufen. Runterfallen kann er also nicht. Okay, also Ratten befreien, wissen wir Bescheid.
Aber wie mache ich denn das am besten? Da muss ja irgendwo ein Mechanismus hier vorhanden sein. Und das da vorne sieht mir wie so etwas in der Art aus. Oder aber auch nicht. Ne, da kann ich wieder runter. Aha. Okay, also gut. Stichwort Ratten. Bleiben wir dabei. Muss ja irgendwie gehen jetzt hier. Also irgendwie muss ich die Käfige da hochziehen. Aber da kann der kleine Junge doch nicht. Da ist er doch ein bisschen zu schwach für, schätze ich, oder? Oder geht da was? Nö. Da geht leider nichts. Muss ich ein bisschen suchen hier oben, so wie es aussieht. Wieso klettert er nicht über die Kisten rüber? Das ist doch... Wieso ist er jetzt hier eingeklemmt? Nee, doch nicht mehr eingeklemmt. Das ist ja gut. Also das müsste jetzt eigentlich ein leichtes sein, hier über die Kisten drüber zu klettern, aber das macht er mir nicht. Auch nicht unter Zuhilfenahme der X- oder sonst was Taste. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht doch auf der anderen Seite irgendwie. Es muss ja auf jeden Fall irgendwo was zu tun geben. Ansonsten weiß ich hier oben jetzt gerade nicht weiter. Muss ich vielleicht doch erstmal unten was machen. Aber es ist mir momentan noch nicht deutlich ersichtlich, was. Sehr schlecht. Das ist ja ganz schlecht. Ratten befreien. Ich gehe aber mal relativ sicher davon aus, dass die Leiter dann in erster Linie dazu dient, dass ich mich nach hier oben flüchten kann, um selber nicht vor den Ratten erwischt zu werden. Beziehungsweise der Hugo. Da ist es jetzt natürlich daran, irgendwie hier festzustellen, A, wie wir die Viecher befreien und B, wie wir dann schnellstmöglich wieder hochkommen. Muss natürlich vorsichtig sein, nicht dass der Kamerad mich sieht. Da drüben ist ein Licht. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Da unten sind die Ratten. Ja gut, die kommen ja aus dem Loch eigentlich auch nicht raus. Müssen wir mal schauen, ob wir die vielleicht da raustreiben können. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, jetzt so wirklich. Das ist nicht ganz leicht. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Muss jetzt ein bisschen überlegen hier, wie ich das am beschissensten mache. Also vermutlich muss ich warten, bis der Kollege da zurückläuft. Jetzt schauen wir mal. Also was anderes fällt mir zumindest mal gerade nicht ein. Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier hinten auf dem Tisch vielleicht noch was Interessantes ist. Aber nur vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Oh, der ist für die Käfige. Aua. Okay. Käfige. Das heißt, ich muss nachher so schnell wie möglich ins Licht. Ne? Okay. Weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Aha. Aber wo sind denn die Tierchen? Ich muss durch. Ich muss die Ratten vertreiben. Ja, ja. Oh je, oh je. Also, ich bin im Licht. Mir kann schon mal nichts passieren. Laternen. Sie mögen keine Laternen. Ja, ja. Aber wo ist denn der Schlüssel? Oh, es funktioniert. Okay, sieht ja schon mal gar nicht so übel aus.
Das sieht übel aus. Scheiße. Aber bis darüber komme ich. Hoffentlich. Ich glaube nicht, dass ihr mal sehen will, wie ein kleiner Junge hier von Ratten gefressen wird. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Oh doch, hinsehen. Guck mal. Siehst du nicht jeden Tag. Da haben sie, naja, keine Kosten und Mühen gescheut für die eigene Unterhaltung. Okay. Nichtsdestotrotz weiß ich ja immer noch nicht, wo jetzt tatsächlich der Schlüssel ist. Ich kann nur mutmaßen, dass er da drüben ist. Da, weil da stand ja jemand. Da stand ja eine Wache. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass er auch den Schlüssel bewacht. Ansonsten. Ja. Ach, guck mal. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Uiuiui. Zurück zur Zelle. Aber der will nicht so wirklich laufen, der Junge. Jetzt läuft er wieder. Okay. Jetzt muss ich nur gucken. Also ich muss da lang zurück. Das heißt, ich muss das Licht auch dementsprechend dahin drehen. Wenn er das macht. Okay. Das ist aber doof da vorne. Da komme ich jetzt da wieder nicht lang. Okay, alles okay, alles okay. Ja. Ich kann versuchen, das wieder zurückzudrehen. Dann habe ich da wieder freie Bahn. Dann, also da käme ich quasi zurück. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Ja, vielleicht. Ich muss da hin. Also ich bin doch daher gekommen, oder? Ja. Andere Laterne. Das gestaltet sich ja jetzt relativ schwierig hier. Was ist denn hier eigentlich noch? Nur Ofen. Okay. Ja, jetzt muss ich halt nur zur anderen Laterne kommen. Das ist natürlich das. Das kriege ich jetzt nicht mehr zurück. Okay. Okay, da okay. Also, das muss dann irgendwie anders gehen. Da muss ich die eine Laterne wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach links drehen. Dann müsste das funktionieren. Also. Geschafft! Ganz allein. Wie geschafft, ganz allein? Gar nichts hast du geschafft bis jetzt, Junge. Übertreib's mal nicht. So. Also auf ein neues. Gucken, ob ich jene noch ein bisschen drehen kann. So nämlich. Also, fällt zumindest momentan nichts Besseres ein. War was? Sah so funkelig aus? Nee, da war nichts, okay. Und jene jetzt wieder darüber. Ich glaube, ich bin doof. Kann das sein? Bin ich doof? Kann das sein, dass ich doof bin? Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen was, was richtig sein könnte. So. Ich glaube, das ist es. Vielleicht bin ich gar nicht so doof. Stimmt, so doof bin ich gar nicht. Nur langsam. Mama, ich hab's geschafft! Sehr gut. Komm, schnell. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Wer? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama,
Ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Das wirkt jetzt ein bisschen komisch so langsam. Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hugo kann jetzt die Ratten kontrollieren. Halte L2 gedrückt, um zu zielen und dann R2, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. Okay, L2 zum Ziel und R2, um sie dorthin zu schicken. Okay. So, und wo will ich sie hinschicken? Wo ist denn jetzt am günstigsten, die hinzuschicken? Am besten aus dem Weg, ne? Geht doch mal darüber. Ich sehe halt auch so schlecht, weil es so unscharf ist. Aber ich würde mal behaupten, da drüben wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Hä? Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert! Wo müssen wir denn überhaupt raus? Jetzt mal eine andere Frage. Wo muss ich sie da hinschicken? Müssen wir wieder durch das Loch im Boden? Oder halt durch das Loch in der Wand? Nee, dafür ist Mami, glaube ich, zu groß. Also jetzt muss ich mich quasi... Ja. Aha. Nee, ist ja nicht so einfach, ne? Eigentlich wollte ich kein kleines Kind sterben sehen, aber okay. Es passiert halt mal. Also gut. Also die sollen irgendwie weg, die sollen darüber, keine Ahnung. Sehr gut. Siehst du? Aha. Ja, ich sehe es. Ist super. Läuft. Alter, was geht denn jetzt ab? Jetzt mal ernsthaft. Kann ja nicht so kompliziert sein jetzt hier. Also L2. Sich bewegen sollen, ja. Damit wir hinaus können. Bewegt euch vielleicht mal von uns weg. Wie wäre das? Konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Sehr gut. Es funktioniert. Siehst mein du? Kopf. Also, okay, vor mir hertreiben. Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Und wenn jetzt natürlich hier... Und im Licht vergehen sie, oder? Nee, dann kommen sie wieder zurück. Ah, aber sie haben es... Okay, im Licht ist ja schon mal gut. Hugo ist der Rattenflüsterer. Ist ja unfassbar. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ja, vielleicht machen wir auch zwischendurch mal aus. Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Tolle Gabe. Wächst ein Baum auf dem Gesicht. Also, optisch. Natürlich nicht. Wirklich. Aber ist auch sowas. Baum, Zweige, keine Ahnung. Wir wissen ja, was es ist. Also, merke für die Zukunft, die Ratten vor uns hertreiben. Nicht versuchen, sie irgendwie... Ja, habe ich. Ich werde langsam verrückt. Nee, läuft. Soll ich dich rauslassen? Geht nicht, schade. Ist ja nicht schlecht. Also wie gesagt, Ratten vor uns hertreiben, nicht versuchen, sie irgendwie... nach links abzudrücken, um dann nach rechts zu gehen. Nein, die müssen vor uns hergetrieben werden. Diese Tür da, die wir gerade gesehen haben, die scheint nutzbar zu sein. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch hier um die Ecke. Da ist nämlich jemand. Oder? Oder sieht nur so aus? Was zum Teufel machen die?
Okay, ich versuche erstmal die Tür. Ich versuche sicherheitshalber erstmal die Tür. Gucken wir erstmal hier, ob es noch was gibt. Ich glaube, Mutti will auch nichts aufsammeln. Hier ging es noch durch. Da könnte aber nur der Hugo alleine durch. Das funktioniert in dem Zusammenhang jetzt nicht. Also gut, wir probieren die Tür. Okay, die ist zu. Dann wird es jene auch sein. Also dann werden wir dahin zurück müssen, wo wir gerade waren. Schätzungsweise. Versperrt. Suchen wir weiter. Ja, okay. Na gut, dann müssen wir den auch irgendwie mit Ratten außer Gefecht setzen, ne? Kann ich mir vorstellen. Hier speichert es auf jeden Fall auch mal. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Naja, so flüsterig ist er gar nicht mit den Ratten, ne, wie ich mir das gedacht habe. Aber wir sind schon mal hier. Okay, wir haben ja gerade gespeichert. Das ist ja schon mal super. Kann man den Onkel irgendwie von hinten vielleicht erledigen? Die Mutti? Die Mutti kann doch mit Steinen umgehen, haben wir festgestellt. Ja. Da drüben. Ja, aber es gibt keine Steine. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Es liegt nicht an mir, das Spiel ist es. Es ist immer das Spiel. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Es ist immer das Spiel. So. Jetzt haben sie hier schmeidig darüber galoppiert. Schön gemacht. Schön gemacht. Weg mit euch. Läuft. Läuft. Ich freue mich. Ah, Onkel Hannes ist noch da. Juckt uns jetzt aber nicht mehr. So. Hoffentlich gibt es am Ende des Spiels so eine Statistik, wie oft man gestorben ist. Sehr schlecht. Da steht dann wahrscheinlich ein fünfstelliger. Irgendwas fünfstelliges. Bestimmt. Einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. So. So, oh, hier ist wieder ein Käfig, Rattenkäfig. Super Sache. Den könnte man ja theoretisch mal probieren hochzulassen, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Da muss ich auf jeden Fall raus, habe ich das Gefühl. Ich kann ja nur Ratten kontrollieren. Warum kann ich die nicht da raus kontrollieren? Geht nicht, ne? Aber ich könnte, wenn sie nicht da wären. Diese Käfige. Ja, nun gut. Also das Licht hält ja offensichtlich die Ratten da raus, ne? Ja. Bin mir nicht ganz sicher, was jetzt hier stimmt. Das ist doch ganz gut hier, habe ich das Gefühl. Kommt her, ihr Lieben. Kommt her. Kommt her, ihr Lieben. Nicht so her! Yes! Nee. Aus. Aus. Hugo ist gestorben. Aber er steht immer wieder auf und gibt nicht auf. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. So. Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Auf ein neues. So, ihr feines Rattenvölkchen. Kommt zu mir. Aber nicht ganz zu mir. Nicht ganz zu mir, genau. Feine Sache. Tötet ihn. Nein, nicht uns, nicht uns. Weg da. Ich find's ja doof. Meine Fresse. Also die lassen sich auch nichts sagen, die Ratten, so einfach, ne? Und die haben ihren eigenen Kopf irgendwo. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Okay, also sobald ich Hugo lebend aus dieser nächsten größeren Tür da rausgebracht habe und die Mutti, wird das Video auch mal beendet, weil ich bin, glaube ich, schon etwas über der Zeit.
abzüglich dessen, was ich in der Nachbearbeitung noch rausschneide, müsste es aber wieder hinkommen. Aber das sieht man ja dann. So? Diese Ratten. Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. So. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, geht ja, da vorne. Da vorne geht's lang. Super. Schauen wir noch, was hinter dieser Tür ist. Ach, die, was sagt er? Die schwarzen Ratten spürt er die hier nicht. Ja, die haben ja Ratten ohne Fell gemacht aus irgendeinem Grund. Wie sie die gemacht haben, das weiß keine Ahnung wer. Okay. Hier jemand? Was haben sie mit diesen Ratten vor? Was haben sie mit diesen Ratten vor? Ja, schauen wir uns im nächsten Video an, würde ich sagen. Weil sonst wird es zu lang. Und außerdem sterbe ich jetzt noch 70 Mal bei dem Versuch hier durchzukommen. Das wollen wir vielleicht bleiben lassen. Ne? Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der... Ja, es war ja fast schon Permadeath jetzt, ey. Ich habe mich schon gewundert, warum das Spiel nicht von vorne losgeht. Ja. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Oder aber ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Im schlimmsten Fall natürlich ein Däumchen nach unten. Wenn es unbedingt sein muss. Joa. Dann wünsche ich noch viel Spaß und bis zum nächsten Video.